So, da habe ich eine Karte gefunden, wo sogar noch Helsinki ganz oben am obersten Rand vom Papier auf der Karte drauf ist. Ich glaube, ich bin gerade so weit weg, deswegen hört ihr mich gar nicht. Da hinten kommt schon der Sonnenuntergang langsam. So. Zoomen wir mal ein bisschen rein. So, mehr brauchen wir nicht. Also, ganz oben haben wir Helsinki, genau, dann ging es über Estland, Lettland, Litauen. Dann hier über Polen haben wir hier Warschau, die Hauptstadt. Das sollte das sein, genau. Hier der Fluss ist der, der fließt. Das sollte... Ich weiß gar nicht, wie der heißt, wird das noch mehrere Flüsse, die abgehen. Na egal, okay, sage ich lieber nichts, sonst ist es falsch am Ende wahrscheinlich. Dann geht es über die Slowakische Republik jetzt hier drüber. Jetzt fliegen wir hier über dieses, das Gebirge hier. Die Gebirgsgruppe hier sind die Karpaten. Und da haben wir das Slowakische Erzgebirge und so, da geht es jetzt hier drüber. Und da haben wir dann Budapest mit hier dem Plattensee. Fliegen wir irgendwie... Je nachdem, wo der Flughafen liegt, ich weiß gar nicht mehr. Sind wir damals schon gestartet davon, als wir nach Barcelona mit Wizz Air geflogen sind. Also ihr seht, es ist gar nicht mehr allzu weit. Da reiße ich mir erstmal das Headset vom Kopf. Eieiei, weil ich mit dem Atlas dran hängen geblieben bin. So, okay, so viel zur Strecke. Das heißt, hier sind wir jetzt eigentlich schon, beziehungsweise gleich in der Slowakischen Republik. Geht eigentlich relativ schnell der Überflug da. Dann sind wir nämlich schon gleich beim TOD. Eigentlich wollten wir noch eine Frage angehen. Und zwar wollte ich heute zu der Frage gehen, für was welche Lichter, also da auf dem Aerotelegraph, für was welche Lichter da sind. Ich hoffe nachher später echt mal, dass der Fluglotse vom Tower uns dann auf die 13 Left ein zuweist. Das wäre nämlich richtig gut, weil das haben wir ja eingegeben. Und wenn er es nicht macht, dann ist jetzt egal, dann landen wir auf der 13 Left, weil wir haben jetzt die anderen. Wir können das verändern, aber das ist, ja, bevor dann irgendwie da was falsch passiert mit Flugbooten und so, bleiben wir lieber mal dabei. Aber es sollte eigentlich die 13 Left sein, weil ich habe es davor ausprobiert, welche Landebahn er mir da zuweist. Und ich habe ja reales Wetter genommen ohne Aktualisierung, deswegen das Wetter jetzt so, wie es vorhin war, als ich den Flug gestartet habe. Und das sollte eigentlich noch so sein. Vielleicht können wir während des Sinkflugs, sofern wir da nicht so viel zu tun haben, dann noch ein bisschen was machen. Schauen wir mal, wie viel da los ist auf dem Flughafen Budapest. Wird weniger los sein als in Helsinki auf jeden Fall. So. Mal leichte Rechtskurve. Jetzt über bewölktes Gebiet. So. Na. Lädt noch die Webseite. Genau, dann nehme ich jetzt wirklich. Ich nehme es hier gerade auf, da ist, kommen gerade die Teile vom Flug von Amsterdam nach Kos online. Danach kommt es dann nächste Woche, also fängt es dann an mit dem Flug von Tokio Dubai und die Woche drauf wird dann schon der erste Teil von dem Flug hier online kommen. Beziehungsweise der ist halt dann schon online, wenn ihr das Video hier seht. Weil es ja dann schon irgendwie der dritte, vierte Teil von dem Flug ist. So, was welches Licht bedeutet? Navigation Lights versus Strobe Lights. Genau, das ist die Frage. Wir wollten ja immer eine Frage mindestens pro Flug malen. Wir müssen aber hier schon mal gucken. Wir müssen langsam auf den Descent einstellen. Wenn wir hier schon ein bisschen runterdrehen, auf 3000 werden wir sinken. So, 30 nautische Meilen, dann beginnt der Descent. So, hier geht es mal über Wolken. Das Flugzeug sieht so geil aus. Der Lackierung und so gefällt mir richtig gut. Sehr schönes Flugzeug. Hier hinten auch das Logo ist so geil. Und hier bei dem Airbus X Extended könnt ihr ihn einmal mit und einmal ohne Sharklets nehmen. Wir haben den jetzt hier mit Sharklets genommen, also ein bisschen effizienter sozusagen. Ob ich jetzt drauf geklickt in den Artikel wollte ich nicht lesen. Hä? Ich hab falsch geklickt. Na, wobei es nicht will. Ich glaube, es wird eh nichts mehr. Jetzt müssen wir erstmal auf den Descent hier konzentrieren, weil da müssen wir noch mal was machen. Wir können ja mal die Simulationsrate auf zweifach reduzieren. Wie viel sind es denn noch? Machen wir jetzt schon mal. Descent Preparation Checklist. Genau, nur ein paar nautische Meilen. Auto. Are off. Receive. Standard. Ah, schon wir jetzt. TH, MDH, ich weiß nicht, was ich machen muss. Set. Nicht. No radio. Okay, mussten wir eh nicht machen. Initiate Descent, ich würde sagen, machen wir jetzt. Initiating Descent. Radar-Tilt. Ja, was machen wir? Radar-Tilt. Ah, genau hier, das muss auf Below beim Peak heißen. Ja.
Dann können wir hier kurz gucken, Flightplan, was sagt denn der, welche Höhe, wann? Steht der hier drin? GBA 12.000. Wollen wir das vielleicht echt mal probieren, dass wir... Wir können ja hier die Wegpunkte uns einblenden lassen. Dass wir uns irgendeinen Wegpunkt da nehmen, dass wir noch ein bisschen hier rausfliegen. Oha, guck mal hier neben uns, der Gott. Richtig viel Traffic. Oder? Ich hab's falsch gesehen, ist doch weiter weg, als ich dachte. Da links ist ein bisschen was. Aber wenn da so ein Pfeil am Flugzeug ist, wenn er nach oben zeigt, wisst ihr, dass es, dass der Flieger steigt, also der andere. Und wenn der andere sinkt, dann ist da so ein Pfeil nach unten. Da seht ihr zum Beispiel, der steigt jetzt, der sinkt jetzt. Sinkt ein bisschen. Vielleicht mal zurück hier nach Ergon oder so fliegen und dann ein bisschen längere gerade anfliegen. Ja, next waypoint ist dann. Ich weiß nicht, ist richtig da. Er. Ich genau ein anderer Weg und dann rüber. Nicht, dass wir mit irgendeinem falschen Weg und doch Ergon sollte es sein. Hoffen wir mal, dass es passt. Er. M. Zu viel. Ja, das passt. Da haben wir nämlich jetzt einen längeren Anflugweg da. Und müssen nicht so, so eine ganz enge Kurve fliegen. Ist ganz cool, dass man hier so die Wegpunkte sich anschauen kann. Ich halte wieder auf Airport um. Also hier WPT, könnt ihr euch die Wegpunkte anschauen bei NDB. Halt hier, seht ihr die NDBs, VOR, Waypoint und das weiß ich gar nicht, was es ist. CSTR, CEF, TR, keine Ahnung. Na gut, okay. Haben wir ein bisschen längeren Anflug. Weg. Das passt dann schon mal sehr gut. Und da vorne ist. Wo ist denn das? Budapest jetzt. Also der Flughafen liegt eigentlich direkt da vor uns. Da ist ein anderes Flugzeug. Auf unserer Höhe. Aber auch im Sinkflug, also es wird ungefähr recht durchgängig auf unserer Höhe bleiben, wenn es genauso schnell sinkt wie wir. Ach komm, nee, wir lassen es jetzt lieber mit dem. Am Ende schaffen wir das nicht fertig, deswegen. Eigentlich wollte ich hier jeden Flug eine Frage machen, aber es ist halt jetzt mit dem wegen höheren Grafikeinstellungen habe ich doch ein bisschen viel dazu zu sagen. Und jetzt müssen wir uns hier auf den Anflug mal konzentrieren, deswegen machen wir das dann beim nächsten Flug dann auf jeden Fall. So. Aber es werdet ihr auch gleich sehen mit den dichteren Szenerien. Generierten Objekten, ich weiß nicht, wie das heißt, das was rechts da in dem Bereich bei der Szenerieeinstellung ist. Das ist auf jeden Fall richtig geil, wenn halt so viel mehr Gebäude sind und so. Und nicht einfach nur so eine flache Fläche, wo man sieht so auf der flachen Fläche, dass so Gebäude und Straßen sind, sondern dass auch so Gebäude halt dann da hochkommen. Ne? Gut, die Straßen kommen ja nicht so hoch, aber halt, das ist einfach nicht so Straßen so durch so eine Stadt zu führen und deshalb halt auch Gebäude dabei sind. Das sieht auf jeden Fall dann schon mal viel besser aus. So, das heißt, wir fliegen dann rechts am Flughafen vorbei, drehen dann scharf links ein. Ich weiß gar nicht, wie weit vom Flughafen, aber es sind wahrscheinlich jetzt 20 nautische Meilen. Das heißt, wir haben ein bisschen längeren Anflug. Wir können uns noch ein bisschen besser drauf einstellen. Und kriegen hoffentlich einen schönen Anflug hin. Dafür, dass ich, der Anflug da in Amsterdam, in Landung in London war ja ganz okay, aber ist nicht so schön, wie wir da mit der A380 und den Flügen nach Faro und Kos. Die Landung waren richtig geil. Aber das lag halt daran, weil ich da immer aufgenommen habe und dann nicht so lange Zeitspannen zwischen Aufnahmen hatte, so wie jetzt mit mehr als einem Monat. Und deswegen, da bin ich halt noch drin hier, schön, ne, Flugzeug schön sanft runterbringen. Hoffe ich mal, dass heute kein harter Touchdown wird. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt dann wieder ein bisschen aufnehme, so jede Woche einen Flug oder so, dann bin ich ja wieder gut drin und dann können wir da eine schöne sanfte Landung wieder hinkriegen. Aber das sollte jetzt auch so gehen, kommt. Wir haben schon so viele Flugstunden hinter uns, wenn ihr überlegt. Ja, das ist eh so krass, wie viele Teile vom FSX ich jetzt schon gemacht habe, ne? Hätte ich nie erwartet, dass ich am Anfang mal so, ja, ich habe mir überlegt, na kommt, ich würde gern euch mal den FSX zeigen, deswegen machen wir mal einen Flug von London nach Paris mit so einer 737, habe ich einfach mal so Teil 1 von 2 vom Gameplay gemacht, einfach nur mal so. Und dann war das so gut geguckt und so, und dann habe ich gedacht, ach komm, du machst nochmal weiter. Und jetzt ist es so richtig langes Let's Play und ich habe jetzt noch gar kein Ende geplant, also es wird wahrscheinlich noch. Wie lang es geht, kann ich euch nicht sagen, aber ich habe es jetzt noch nicht vor, das irgendwie in den nächsten Monat oder so dann zu beenden. Also es wird wahrscheinlich noch einige Teile geben. Und das ist auf jeden Fall richtig cool. Also ich will mich jetzt nicht festlegen, dass ich sage, ich mache jetzt noch 100, 200 Teile, 300 Teile. Das will ich mich jetzt nicht festlegen, weil ich weiß nicht, wie lange ich es noch mache. Aber ich werde es wahrscheinlich jetzt nicht direkt bald beenden, sondern es wird auf jeden Fall noch einige Zeit wahrscheinlich noch weitergehen, weil es macht mir auch auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und ich
merke auch, dass es euch auf jeden Fall auch sehr gut gefällt, das Let's Play. Und es freut mich auch sehr und das motiviert mich natürlich auch weiter hier mit euch hier von A nach B zu fliegen, schöne Flüge hier zu haben. Und das ist auf jeden Fall, ja, das macht dann natürlich auch sehr viel Spaß und deswegen werde ich hier wahrscheinlich noch einige Zeit, werde ich das Let's Play hier noch weitermachen. Aber wie lang, ich will euch da jetzt nicht garantieren, nicht, dass es am Ende heißt, dass ich dann aufhöre und dann, ja, egal. Du hast doch gesagt, dass du noch so lange das machst und so, deswegen sage ich dir jetzt nicht, wie lange ich es noch machen werde, aber ich sag mal, dass ich wahrscheinlich jetzt noch einige Zeit machen werde, also wenn ihr will. Ich habe jetzt schon zwei Teile gemacht, bestimmt noch ein paar Teile, also nicht jetzt nur drei, vier Flüge, sondern es werden auf jeden Fall noch einige Flüge kommen. Das Let's Play wird jetzt wahrscheinlich nicht so schnell zu Ende sein. Da kommt noch einiges. So, aber das ist jetzt ja nicht so wichtig. Also ja, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ich bin jetzt noch nicht ganz sicher, wie lange das Let's Play jetzt noch gehen wird, aber ich habe auch nicht vor, das jetzt in den nächsten Monaten, nächsten zwei, drei, vier Monaten zu beenden, sondern halt, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis das Let's Play dann doch zu Ende ist. Also es werden wahrscheinlich noch einige sehr viele Teile folgen. Wahrscheinlich noch einige sehr viele Teile folgen, aber ich will mich jetzt nicht auf eine genaue Zahl festlegen, wie viel es noch ungefähr werden, aber es werden noch einige sein. So, Lights on, wir müssen uns auf die Landung jetzt konzentrieren. So, und genau, es ist auf jeden Fall gut, dass wir die längere Strecke genommen haben. Und dann nochmal etwas mehr als 40 nautische Meilen zum Anflug, da ist der Flughafen. Das heißt, es geht nochmal einmal über Budapest, und da seht ihr das jetzt gleich noch mit der Szenerie, das ist auf jeden Fall richtig geil. Und ich glaube, bei den Flughäfen und so, da sieht man dann wirklich einen Unterschied, dass ich jetzt diese Musterkomplexität und was weiß ich da alles auf richtig maximale Einstellung gestellt habe. Da sieht man nämlich, wie schön die Texturen dann alles ist. Also, ist noch so davor schön gewesen, aber ich finde es jetzt nochmal viel hochauflösender und viel besser. Und jetzt hier halt auch so hier generell vom Boden und so, das sieht einfach viel besser aus. Guckt mal hier, wie viele Bäume da stehen und so, das war davor einfach nie, wenn man nicht so automatisch generierte Objekte und so hoch hat. Da hätten jetzt hier nicht so viele Gebäude und Bäume gestanden, sondern jetzt hat man nur diese Fläche jetzt so gesehen. Auch hier mal, wenn man hier mal hinguckt. Approach-Checklist. Da muss man drauf konzentrieren. Check. Stowed. Check. Check. Standard. Wir reduzieren jetzt schon mal auf... Co-Pilot ist noch aus, ja. Reduzieren schon mal auf 200. Haben jetzt noch 4,7 Tonnen Kerosin an Bord. Da ist der Flughafen. Gucken wir mal, sieht man schon irgendwas? Nee. Wir sind einfach noch zu weit weg. Gucken, was da für Airlines gerade da sind. Da ist einer, der auch relativ niedrig ist und da landet gerade einer. Oder? Flaps One. Ja, da landet. Ne, warte mal, der ist. Doch, da landet gerade einer auf der 13 Left. Das heißt, wir können auch auf der 13 Left hoffentlich landen. Das sollten wir jetzt gleich mal machen. Budapest einstellen, Anflug. Plus French Anflug, einstellen Kontrollturm, vollständige Landung anfordern, 40 Miles Northeast. Ja, 13 links, genau das, was wir eingegeben haben, sehr gut. Sehr gut, und dann kommen ein paar andere Flugzeuge, die jetzt vor uns landen. Und dann kann es auch nicht zu irgendwelchen Konflikten und sowas passieren, also sowas werden wir immer machen mit dem Tower kommunizieren. Okay. Barrel Reference Set, Ground Zero, 5. Guck mal hier, das ist jetzt viel geiler, wenn hier unten so viele Bäume und sowas auch noch sind und so, das ist schon richtig cool und ich hoffe mal, dass wir jetzt einen schönen Anflug da haben werden. Aber wird bestimmt gut werden. Ja, Portugal ist ja gerade gelandet, okay. Bin ich mal gespannt, was da so alles jetzt los ist, weil da sind eben ist einer gelandet, ist ja noch einer im Anflug, also schon cool. So, wir erreichen gleich 3000 Fuß. Da ist hier auch mal ILS an, schon alle Frequenzen sind da. Okay, müssen wir gar nichts machen, gehen wir hier auf. Next phase. Wir landen mit 133 Knoten werden wir landen. Wir wollen vielleicht jetzt direkt einschwenken, weil da vorne sind die Berge. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn wir jetzt direkt einschwenken, weil da fliegen wir uns über die Berge da drüber. Ah, guck, da startet jetzt eine Alitalia auf der One Free Ride.
Die wird wahrscheinlich nicht so weit fliegen wie wir jetzt. Wenn wir jetzt ein Direct to machen, kommen wir mit Direct to. Aber da fliegt noch ein anderes Flugzeug da links und auch ein Anflug. Ja. Wir kommen, müssen nochmal aufsteigen auf 4000, weil sonst sind wir den Bergen da zu nah. Wobei es reicht auch, wenn wir eigentlich auf. Na, da sind wir schon bei 4000. Sonst sind wir den Bergen da zu nah. So, jetzt wird's spannend. Seht ihr einfach, wie viele Bäume da stehen und so. Das wäre sonst einfach mit der Einstellung, wie wir es davor hatten, bevor wir halt. Also zum Beispiel beim Flug Tokio Dubai und den ganzen Flügen davor wäre das gar nicht so gewesen, weil ich jetzt einfach die Grafikeinstellung viel höher eingestellt habe. Da landet jetzt gerade noch einer. Ah, eine Lufthansa ist da gerade runtergekommen.